Hallo und herzlich willkommen zum fünften Teil unseres Alpenabenteuers 2023. Auch heute nehmen wir euch wieder mit auf eine Fahrt in die fantastische Welt des absoluten Hochgebirges. Von Pré-Saint-Didier über den kleinen St. Bernard führt uns unsere heutige Tour vorbei am türkisblauen Lac du Chevril hin zum Col d'Iseran. Dabei sind die Bedingungen heute etwas besonders. So, wir satteln auf zu einer hoffentlich nicht allzu regnerischen Tour von Pré-Saint-Didier bis Briançon, also von Italien nach Frankreich. Nachdem wir die Nacht in Pré-Saint-Didier in diesem wirklich schönen Hotel Albergo Edelweiß gut verbracht haben, geht es bei nicht ganz so tollem Wetter los in Richtung Route des Grandes Alpes. Wir verabschieden uns vom Hotel und auch von diesem Pärchen, was wir auf unserer Route heute noch mehrfach treffen werden. Ciao! Pré-Saint-Didier liegt auf ca. 1000 Meter Höhe. Hinter unserem Hotel ist der Fluss Dora d'Ivernay hergebraust. Das war echt laut, was aber auch kein Wunder ist, denn es hat die ganze Nacht geregnet. Ich finde den Ort insgesamt recht malerisch. Es gibt schöne alte Gebäude, die sogar verhältnismäßig gut gepflegt sind. In dieser Pizzeria haben wir gestern Abend lecker gegessen. Ach ja, da oben ist er, der Mont Blanc, theoretisch. Also theoretisch ist er da, praktisch auch, man sieht ihn nur nicht. Was mich besonders fasziniert ist, dass auch neue Gebäude teilweise mit diesen Steinplatten gedeckt sind. Ich habe mir das mal angesehen, das ist echt eine Kunst, das dicht hinzukriegen. Und dann lassen wir mal heute den Regenmodus eingeschaltet, wa? So, gucken wir doch mal. Piccolo San Bernardo, genau da wollen wir hin. Zum Warmwerden geht es erst einmal eine wunderschöne Serpentinenstraße herauf. Ganz viel Tornati. Es handelt sich hier um die Strada Statale 26 Valle d'Aosta. Schade ist nur, dass vor uns ein LKW herschleicht und insbesondere bei der Witterung keine Möglichkeit zum Überholen besteht. Sonst ist am Ende der Straße nachher noch so viel Bremsweg übrig und das wäre ja schlecht. Rein theoretisch könnte man von hier aus den 4800 Meter hohen Mont Blanc sehen. Aktuell leider nur mit viel Fantasie. Es gibt hier auch eine Thermalquelle und einen sensationellen Skywalk, von dem aus man den Mont Blanc wirklich gut sehen könnte. Leider hängt heute alles in Wolken und nichts ist zu sehen. So, dann bin ich ja mal sehr gespannt. Wir sind im Übrigen dann jetzt auf der Route Grandes Alpes. Die Straße schlängelt sich die ganze Zeit entlang des Flussbetts des Dora d'Ivernay. Dies ist ein kleiner, für die Alpen typischer Wildwasserfluss, der seinen Ursprung am St. Bernard Pass hat. Sieht ja auch stark aus, wenn die Feuchtigkeit so aus den Bergen rauskommt. Das ist echt cool. Ich mag auch die kleinen Bergdörfer entlang der Straße. Für mich strahlen die irgendwie Ruhe und Geborgenheit aus. Aber wahrscheinlich ist das eine etwas zu romantische Vorstellung. Ja, wie man sich denken kann, hat es heute Morgen hier kräftigst geregnet und hat es richtig geschüttet sogar. Da sieht man jetzt hier auch noch an dem Tal, wie die Feuchtigkeit wieder hochsteigt. Und die Wettervorhersagen sind relativ schäbig, muss man sagen. Naja, gucken wir mal, ne? Muss man auf jeden Fall sehr vorsichtig fahren. Insbesondere, wenn sie die Risse in der Kurve mit Bitumen nachgebessert haben. Das ist glatt wie sonst noch was. Da müssen wir heute mal langsam gehen lassen. Ganz zart beschleunigen, damit da ja nichts wegrutscht. Aber sieht trotzdem faszinierend aus mit diesen Wolken, wenn die so da rauskommen. Hat schon was. So, wir verlassen Pré-Saint-Didier vor dem heiligen Dieter. Finde ich witzig. So, wir nähern uns jetzt La Tuile und ich muss an der Stelle nochmal dran erinnern, dass wir immer noch in Italien sind. Trotzdem klingen die Ortsnamen hier alle zutiefst französisch. Wahrscheinlich hat die Zugehörigkeit dieses Gebietes im Laufe der Zeit immer mal wieder gewechselt. Ja, nun sind wir hier in einem, würde ich mal sagen, typischen Touristenörtchen. Hoch oben in den Bergen über dem Austertal. Kennt man ja so ähnlich aus den Dolomiten.
weiter geht's über diese unangenehmen nassen Serpentinen. Ich glaube, wir fahren in die Wolken hinein. Gut, war ja so ein bisschen zu erwarten, ne, bei dem Regen, der da runtergekommen ist, dass genau das passiert. Trotzdem wäre Sonne schöner gewesen. So, von La Tuile geht es jetzt weiter, vorbei an ehemaligen Bergwerksdörfern in Richtung Kleiner St. Bernard Pass. Oder wie man hier sagt, dem Col Piccolo San Bernardo. Es ist zwar ziemlich nass und rutschig, aber irgendwie sehen die wolkenverhangenen Berge doch auch ziemlich spannend aus. Da es heute noch auf über 2700 Meter hoch geht, bin ich nur etwas nervös, weil uns auf dieser Höhe durchaus auch Schnee begegnen kann. Und Schnee beim Motorradfahren ist wirklich nicht witzig. Ansonsten ist das hier ein echt wuseliges kleines Bergsträßchen, was auch im Regen Spaß macht, aber extreme Konzentration fordert. Diese wunderschöne Straße, die wir seit Pré-Saint-Didier ohne Unterbrechung befahren, führt uns jetzt weiter zum kleinen St. Bernard Pass. Ach ja, hui, durch die Wolke. Wie viele Pässe, so ist auch der Col du Petit Saint-Bernard, wie auf Französisch heißt, im Winter gesperrt. Witzig finde ich aber, dass die Straßen im Winter zum Teil dann als Skipisten des Skigebiets La Rosière bzw. La Tuile genutzt werden. Das erinnert mich doch sehr an den Albula Pass, der ja auch im Winter für die Nutzung mit Schlitten freigegeben ist. Wer unsere Filme vom letzten Jahr gesehen hat, der wird sich vielleicht noch an diesen riesigen Schlitten erinnern, der neben der Straße stand. So, wie hoch sind wir denn? 1800 Meter knapp schon. Ja, und damit geht's jetzt auch richtig ins Hochgebirge. Wo auch immer wir gerade sind, das ist eine beeindruckende Gegend. Ich bin echt mega gespannt, wie die Tour weitergeht und wie sie am Ende ausgeht. Die Strecke hier hoch zum kleinen St. Bernard würde ich wahrscheinlich bei Trockenheit auch gerne noch einmal fahren. Und ich muss ja sagen, wenn man nicht drin steckt, dann sehen diese schwebenden Wolken ja doch schon irgendwie ganz schön toll aus. Hier rechts seht ihr den Lago Vernet. Das bedeutet, dass die Passhöhe auch nicht mehr weit weg sein kann. So, ist das schon der, ja, das ist ja schon der kleine St. Bernard. Da sind wir nun auf 2184 Meter, 10 Grad, bisschen frisch. Col du Route de St. Bernard. Das ging ja doch schneller, als ich dachte. Und schwupp sind wir in Frankreich. Wunderbar, wie überall in Europa, erinnert nur noch das Zöllnerhäuschen an die ehemalige Staatsgrenze. Und wir dürfen uns frei bewegen. Da ist der kleine St. Bernard. Der Bernardiner, der hier steht und eigentlich zum Souvenirshop gehört, erinnert daran, dass diese tollen Hunde früher auch hier eingesetzt wurden, obwohl sie von den Mönchen auf dem großen St. Bernard gezüchtet wurden. Nur das Fässchen mit Branntwein, das hatten sie nie bei sich. Die Rettung von den notgeratenen Reisenden haben diese tollen Hunde auch so geschafft. Ich glaube, dass wir Europäer manchmal vergessen, wie einfach Reisen heute geworden ist. Da ich ja schon ein paar Jahre auf dem Buckel habe, erinnere ich mich noch ganz gut daran, wie lange manchmal eine Grenzabfertigung gedauert hat. Da viele Grenzen ausgerechnet wie hier auf irgendwelchen Passhöhen liegen, war das natürlich für Fahrzeuge eine unglaubliche Belastung, in der Sommerhitze immer wieder am Berg anzufahren. Wir hatten auf jeden Fall so einen uralten Ford Taunus, der in solchen Situationen regelmäßig gekocht hat und uns zum Anhalten gezwungen hat. Ein Spaß für die ganze Familie.
Da ist er, der heilige St. Bernhard. Wie der heilige St. Bernhard auf diesen Sockel kam, ist auch eine interessante Geschichte. Früher stand ihm mal eine ganz andere Statue, nämlich die von Jupiter. Denn bis zum Mittelalter hieß dieser Pass oder Berg Monjou bzw. Mons Jovis oder auch auf Deutsch Berg des Jupiters. Die damit einhergehende Götzenverehrung ging der katholischen Kirche natürlich mächtig auf den Senkel. Da passte der gute Bernard von Menton doch gut ins Bild. Denn dieser ließ im 11. Jahrhundert auf dem großen St. Bernhard ein Hospiz erbauen, in dem Mönche Reisenden Schutz bieten konnten. Das war Grund genug für Papst Pius XI., der auch als Papa Alpinista bekannt war, Bernhard von Menton heilig zu sprechen. Und schwupps stand er hier und ist jetzt Schutzpatron der Alpinisten und Bergbewohner. So, genug unnützes Wissen verbreitet. Jetzt wollen wir mal wieder ein bisschen Moped fahren. So, wie schon die ganze Zeit vorher, bleiben wir immer noch auf der gleichen Straße, die heißt nur anders, nämlich D1090. Und was das für ein aufregendes Sträßlein ist, das seht ihr ja selbst. Auf unserem Weg in Richtung La Rosière werden wir noch durch die ein oder andere Wolke fahren, so wie es aussieht. Alles in allem ist das zwar eine ziemlich nasse Angelegenheit, aber ich finde, das sieht auch irgendwie total cool aus. Ja, da sind wir mal gespannt. Oder ich bin gespannt, wie das Wetter auf der anderen Seite wird. Ich hoffe nicht ganz so nass. Nicht, dass wir die Regenkombis noch benötigen. Ich hätte auch noch meine Buchse auf hier. Nein, doch. Ich doof, Mann. Tse. Oh je. Das sieht ja irgendwie ganz schön gefährlich aus. Teuflisch, teuflisch. Und nau. Da geht's genau in die Wolke rein. Da geht's genau in die Wolke rein. Ei. Soll man die Schotten dicht machen? Jo, da sieht man jetzt nicht viel, ne? Nur, dass es da bergab geht. Ganz weit bergab geht. Ich glaube, wir haben Zeit für Heizgriffe. Ja, hier wäre bestimmt ein schöner Aussichtsplatz. Da bin ich mir ganz sicher. Aber aktuell sehen wir mal gar nichts. Nicht ganz unbeeindruckt vom Nebel des Grauens fahren wir weiter in Richtung des berühmten Skigebietes La Rosière. Wenn ich daran denke, dass die nächsten Pässe fast 2800 Meter hoch liegen, dann wird mir bei dem Gedanken an möglichen Schnee auf dieser Höhe schon ein bisschen mulmig. Denn was hier so nass ist, kann dort oben schon eine weiße Pracht sein. Und hier treffen wir auch wieder das Pärchen mit der KTM, das uns so freundlich zum Abschied in Pré-Saint-Didier gewunken hat. Ah, vielleicht haben wir Glück und es reißt ein bisschen auf. Die haben beide keine Regenklamotten angehabt. Das macht erstmal Hoffnung. Ja, vielleicht waren es doch nur ein paar Tröpfchen da in der Wolke, wenn wir Glück haben. Es geht durch das Skiörtchen La Rosière. Das umliegende Skigebiet hat hier übrigens 143 Kilometer Pisten zu bieten. Und dann entdecken wir links der Straße ein recht interessant gefärbtes Sträßlein. Ich denke, wenn man hierher fährt, braucht man keine Beschreibung, um zu wissen, in welcher Stadt man ankommt. Unser Weg führt uns weiter auf schmalsten Landsträßelein durch authentische Bergdörfer in Richtung Tignes und Val d'Isère. Und man darf sich hier nicht täuschen lassen, die Häuser sehen nur von außen alt aus. Innen inhalten sie moderne Ferienwohnungen. So, um ein bisschen flotter voranzukommen, haben wir jetzt die D902 gewählt. Das ist ein feines Landsträßlein, was sich eng an den Berg kuschelt und die ganze Zeit dem Fluss Isère folgt.
aber eine sehr, sehr schöne Strecke. Wenn die trocken wäre, wäre das richtig geil. Aber so ist auch nicht so schlecht. Ansonsten ist die Route de Grands Alpes eine sehr schöne Straße bisher. So, Lieben, auf geht's zum Lac du Chevrille und später zum Col d'Isoran. Es herrscht weiterhin Uneinigkeit zwischen den Navigationssystemen. Die Handy-Navigation sagt 168 Kilometer. Tja, und der Motorradnavigator sagt, wo sind wir? 455 Kilometer. Wo auch immer er diese Weisheiten herholt. Hubschrauber. Hubschrauberer. Ach und, da drüben. Oh, Jesus, das ist ja am Fels gebaut. Der Wahnsinn. Sehr cool, diese Runde gerade aus. Ah, auch ein größerer Teich. Jo, da ist er also, der Lac du Chevrille oder auch Barrange du Chevrille. Hier wird der Fluss Isère an einer 180 Meter hohen Mauer aufgestaut. Zur Zeit der Fertigstellung des Staudamms war das tatsächlich die größte Bogenstaumauer Europas. Gelitten hatte nur das alte Dorf Tigné, was 1952 im See verschwunden ist. Ah, die Wasserfarbe, die ist ja irre in diesen Bergseen. Das ist ja super türkis. Wegen der vielen gelösten Mineralien in der Isère hat der See eine tolle türkise Wasserfarbe. Das schreit ja quasi wieder nach einem Fotostopp. Wunderschön. Also ich meine jetzt nicht den See. Wirklich beeindruckende Wasserfarbe hat der. Der Lac du Chevrille. Das ist Wahnsinn. Schade, man kann nicht fliegen, aber... ziemlich starker Luftverkehr, also Hubschrauber, Transporter. Wow, was für ein Tal. So, da waren wir jetzt dann auch einmal in Val d'Isère. Ich sag mal, Hotel Bettenburg über Hotel Bettenburg ist wahrscheinlich nur im Winter richtig was los. Könnte ich mir vorstellen, dass sonst hier tote Hose herrscht. So, wir haben uns durch Val d'Isère durchgemogelt und jetzt geht's zum Col d'Isoran. Auvers Open, sehr gut. Das ist doch mal wieder eine schöne Bergstrecke mit einem schönen Fluss daneben. Wir sind ja jetzt schon auf 2000 Meter Höhe. Fast. Ah, sehr, sehr, sehr schöne Gegend, sehr beeindruckend. Übrigens, solltet ihr mal anhalten müssen, dann achtet ein bisschen auf euren Parkplatz. Teilweise geht's da wirklich übel runter. Da kriegt ihr das Moped nie wieder raus. Also immer schön entspannt beschleunige. Wann dürfen wir jetzt fahren? 90? 80? 80? 80, gut. Ah, herrlich. Kein Regen. Und ein wunderschönes Wildbachtal. Denn bevor es den Pass hochgeht, durchqueren wir das Quellgebiet der Isère. Das ist eine herrlich anzuschauende alpine Landschaft, wie ich finde. Wie viele andere Alpenflüsse ist auch die Isère ein Gletscherabfluss. Das Quellgebiet der Isère bildet der nach dem Fluss benannte Gletscher Glacier de Source de l'Isère. Was für ein wahnsinnig cooles Tal. Und wir müssen nicht durch den Regen. Sehr gut. Oh, das ist ja das Superhochgebirge. Ich weiß gar nicht, wie hoch der Col d'Isoran ist. Was da vor uns liegt, ist tatsächlich der Anstieg zum höchsten Pass Europas. Der Col d'Isoran führt auf sage und schreibe 2770 Meter Höhe. Und damit ist er sogar die dritthöchste asphaltierte Straße Europas. Höher sind nur noch die Ötztaler Gletscherstraße und der Cime de la Bonnette,
Die sind beide über 2800 Meter hoch, gelten aber tatsächlich nicht als Passstraßen. Wie ihr seht, fremdeln unsere französischen Nachbarn ein wenig mit dem Thema Leitplanken. Man sollte also tunlichst aufpassen, dass man auf der Straße bleibt, denn wenn man hier runterfällt, geht man erstmal in eine sehr, sehr lange Selbstfindungsphase, wobei man bei der Findung mit Sicherheit auch fremde Hilfe benötigt. Wenn ich mir die Wolken da drüben so ansehe und überlege, dass wir noch ein ganzes Stück höher müssen, dann würde ich mal vermuten, dass wir später auch noch mal durch solch eine Milchsuppe fahren. Puh, diese Bergstraßen, was für eine Arbeit, die zu bauen. Riesen Respekt davor. Auch mit einem Wasserfall, der da runter schießt. Schön. Richtig schön. Wie hoch sind wir? 2440? Ich meine, eigentlich bin ich ja zugegebenermaßen schön Wettermopedfahrer. Aber ich muss schon zugeben, dass diese weißen Wölkchen dem Landschaftsbild eine unglaubliche Dynamik verleihen, da sie sich selbst verändern und einen starken Kontrast zu den Felsen bilden, halten sie die Szenerie in ständiger Verwandlung. Das ist schon irgendwie ziemlich cool. Yay, und schon wieder treffen wir das Pärchen, was uns so fröhlich im Hotel verabschiedet hat. Übrigens, wenn ihr mal ein wendiges Motorrad sucht, dann ist so eine GS gar keine schlechte Wahl. Ich bin immer ganz begeistert, wie klein der Wendekreis von dem Ding ist. Bevor wir endgültig den Gipfel erklimmen, machen wir nochmal einen kleinen Fotostopp. Am Aussichtspunkt Belvedere de la Tarentaise. Das mit den Wolken sieht so cool aus. Ja, mitten in den Wolken befinden wir uns hier auf dem Col d'Iseran. Auf 2500, keine Ahnung, in 30 Meter. Oh, ein Wolkenloch. Da fahre ich hin. Es ist 9 Grad, also es ist nicht allzu warm. Und das BMW-Navi sagt, wir sollen 32 Kilometer geradeaus fahren. Dann machen wir das doch. Na, der Kollege hat mal ein ganz anderes Tempo drauf als wir, aber sei es ihm gegönnt. Ah, aber eine herrliche Luft hier. Ah, wie meistens in den Alpen. Ganz neue Straßenschilder lernen wir auch kennen. Ab und zu mal vereist. Na, oder häufig, ne? Häufig vereist. Oh, wie hoch ist der denn? 2673 sind wir schon? Boah, Mikrofon hier, ey. Leckofani, 2700, meine Güte. Ich glaube, ich habe mich mit dem Col d'Iseran und dem Col d'Isoir vertan. Ich glaube, der Col d'Iseran ist der höhere. Ich habe gar nicht gedacht, dass wir heute so hoch fahren.
Bevor wir oben sind, noch schnell ein paar Fakten zum Pass. Der Col d'Isère verbindet Val d'Isère mit Bonneval-sur-Arc. Aufgrund seiner Höhe von 2770 Meter ist er die Majestät der Alpen. Meisterstück der Route Grande Sarthe. Er ist insgesamt 50 Kilometer lang und hat Steigungen bis zu 12%. Der Pass ist durchgehend asphaltiert und für Motorradfahrer easy befahrbar. Er hat halt nur keine Leitplanken. Also da muss man schon ein bisschen aufpassen. Aber das ist in Frankreich und Italien eigentlich ziemlich normal. Da machen wir doch auch nochmal ein Bildchen. Beeindruckt von der Kapelle Notre-Dame du Tout Prudence, von uns selbst und der tollen Aussicht, machen wir uns auf den Weg die Südrampe hinunter. Wie auch auf vielen anderen französischen Alpenpässen findet man auch hier Straßenbemalungen, die an die Tour de France erinnern. Auch wir haben unterwegs viele Radfahrer getroffen, die dann auch noch mehrere dieser Pässe hintereinander gefahren sind. Dafür haben sie sich meinen riesigen Respekt verdient. Was man ja als Fahrzeugführer eines modernen Motorrades so ganz vergisst, ist, dass die Luft hier oben ja viel dünner ist. Das merkt man sofort, wenn man hier ein wenig herumkraxelt. Aus dieser Warte ist natürlich die sportliche Leistung noch größer einzuschätzen. Wir allerdings haben damit gar keine Probleme und dürfen entspannt den Berg runterrollen. Hier sollte man im Nebel auch keine Fahrfehler machen. Da fällt man doch relativ lange runter. Aha. Die berühmten Knipser. So, jetzt kommen wir mit nahezu null Spritverbrauch. Wie weit ist es? Ich glaube 10 Kilometer fahren. So, dann waren wir auf einem sehr hohen Pass mit 2770 Meter und ich glaube, wir haben richtig viel Glück gehabt, dass der gerade nicht in der Wolke war. Och, was ist da denn für ein Riss im Fels? Ist ja irre, ist ja absolut irre. Ja, das ist wohl wahr und wird erst so richtig deutlich bei einem Flug über die Ruisseau de la Lenta. An den Auswaschungen der Felsen, den Spalten und den Rissen kann man ablesen, wie intensiv die Elemente hier gegeneinander arbeiten. Aber genau das und die daraus resultierende Schroffheit macht diese alpine Landschaft ja so faszinierend. Tatsächlich ist das hier für mich eine der schönsten Stellen auf unserer Motorradtour. Bei solchen Gelegenheiten versuche ich immer, alle Eindrücke in mich aufzusaugen, um sie mir dann immer mal wieder vor Augen rufen zu können. So ganz nebenbei ist das auch einer der Gründe, warum ich diese Filme mache. Dabei darf ich unsere Motorradtouren dann immer mehrfach erleben. Die Landschaft auf der Südrampe habe ich als deutlich schroffer empfunden und gerade deswegen als absolut beeindruckende Berglandschaft, die aber wieder komplett anders ist als die Schweizer. Das hier mehr so ein bröseliger Stein, ähnlich wie in den Dolomiten. Ich hätte es ja eigentlich nicht für möglich gehalten, aber die Abfahrt vom Col d'Isère macht noch viel mehr Spaß als die Auffahrt. Die Straßenführung ist noch gewagter. Neben der Straße findet man nur noch steile Abhänge, was den Nervenkitzel nochmal deutlich erhöht. Und obwohl die Wolken Regen bringen, so machen sie doch das Landschaftsbild im Zusammenspiel mit der Sonne und den Bergen nochmals viel spannender. Und hier sollte man echt keine Fahrfehler machen. Das geht richtig übel aus. Dann lieber ein bisschen langsamer fahren. Fantastisch sind auch die sich immer wieder bietenden Ausblicke auf das wolkenverhangene Vanoise-Massiv.
Und tatsächlich haut mich die Schönheit dieser Landschaft um. Aber seht selbst. Was da an Wassermassen runterkommt von den Alpen, egal wo man schaut, überall hast du so Wasserfälle. Na, wenn das mal kein gebührendes Abschiedsbild vom Col d'Iseran ist, dann weiß ich auch nicht mehr. Und damit soll auch der fünfte Teil unseres Alpenabenteuers 2023 nun enden. In Teil 6 unserer Tour nehmen wir euch mit entlang des Tal der Arc zum Fort Victor Emmanuel. Dann geht es weiter durch eine unglaublich spannende, aber auch erschreckende Wetterküche bis hoch zur Passhöhe des Col du Galibier. Ob wir es noch bis zu unserem Ziel Briançon schaffen, werdet ihr ja dann sehen. Viel Spaß beim Zuschauen!